Hallo und herzlich willkommen beim Landwirtschaftssimulator 15 in der Economy Time mit dem Klick. Hallo. Dem Randy. Hallo. Und da haben wir noch einen Dino auch noch. Hallo. Ja, und der Björn. Ja, hallo, ja. So, wir haben den Feld vergessen anzusehen. Ja. Nee, gut, das schafft eine Seemaschine. Ja, ich fange schon mal an, oder möchte jemand von euch? Ja, danke. Was haben wir jetzt aktuell? Gar nichts. Wir müssen einfach warten, bis die Felder fertig sind. Klick. Ja. Mal bitte in meine Seemaschine rein switchen. Wieso? Da gehen die Spurreißer bei mir. Welche bist denn du? Bist du die hier? Ja. Da gehen sie, ha. Das liegt an einer anderen Maschine. Wir haben doch eine gemoddete drin. Ja, das ist ja auch eine gemoddete hier. Ist ja dieselbe. Oder? Aber glaube ich zweimal. Wir haben die das gebeizte Saatgut nimmt, dann nehmen wir die Originale. Das ist das, sind zwei verschiedene. Okay. Ich hab nichts gesagt. Wer ist denn aktuell mit dem Auflieger unterwegs? Na gut, nee, brauche ich nicht. Fahr ich mal den Rocken noch weg, weil der bringt uns eh nichts. Könnten wir die Zugmaschine tauschen auf Feld 12? Ich habe den Hurlimann da vorne. Oh, das wird nix, so. 11, ich bin jetzt schon bei 11. So, jetzt heißt es erstmal spulen und warten. Wir haben alle Felder angesehen, ne? Auf 12, aber das ist kleines, ja. So, warte mal, dann schauen wir mal ganz kurz Rocken, wo ist der beste Verkaufs? Gibt's nur Global Trends. Gibt's nur Global Trends? Ja. Auch aber auch ewige Mehl zu produzieren, das Malwerk, oder? Ja, 250 die Stunde. Oh. Halleluja. Ja, Bier geht doch nicht so schnell. Nee, ihr auch, glaube ich, 300 die Stunde. Na, dann lassen wir das Mehl mal weiter produzieren. Was man nebenbei auf jeden Fall auch noch machen könnten, wären Schafe. Weil die brauchen eben nur Gras und Wasser und... Wir haben nicht mal was zu mähen, oder? Ne. Achso, haben wir aktuell nicht, okay. Weil Schafe könnten wir ja nebenbei echt laufen lassen, das wäre echt nicht das Ding. Ich glaube, der, wenn wir dann uns dann sowieso diesen Auflieger holen, ich glaube, der lädt ja die Wollpaletten auch automatisch. Oder? Ne, ich glaube, das hatten wir ja beide probiert, ne. Achso, ne, er lädt nicht automatisch, aber man könnte ihn... Er hat ja eine Tetscher drinne. Kann man ihn überhaupt beladen? Ja, so der wie Kofferauflieger? Das... Ja. Nee, der fährst du nur auf die Fläche und dann bläht er automatisch. Da kannst du keine Türen aufmachen, nix. Ach ja, stimmt, okay. Stimmt. Der stimmt, hat rechts stimmt. Und links überall Kolli. Ja. So. Wie ich ja schon versucht habe, mal auszuschalten, damit ich mit dem Dings drunter komme. Das lief aber nicht ganz so gut. Muss ich dazu sagen. Das ist ein kaputt gemacht. Ja, nee, also die Wände waren dann ohne Kolli und so alles auch, wo ich da drunter fahren wollte, da hat ihn immer weggeschoben, weil er zu hoch war. Und da habe ich gedacht, okay, war das ganz krass, mach ich mal komplette Kolli aus von dem Teil. Zack, Spiel abgeschmiert. Aber war Versuch wert, weißt du? Ja, ja. So, hier ist Global Trans. Mein Tank ist fast leer vom Hurlimann, noch 40 Liter drin. Bei Global Trans einfach oben drauf, wo die Dings stehen, oder? Wo auf die Rampe hoch und dann... Genau, okay. Den Zug kannst du abfahren lassen, aber keine weitere Funktion. Vielleicht dann bei Holz? Ja, Holz ist ein anderer Zug, auf der anderen Seite dann. Ah, okay. Ego. So, jetzt gibt's erstmal Geld. Hm. Wie viel haben wir denn jetzt? Also, warte. Wenn du abgekippt hast, da bist du. Das wäre jetzt. Ich hab auch gerade nochmal abgekippt gehabt. Noch was? Ich habe auch gerade nochmal abgekippt gehabt, also wir müssten schon jetzt wieder mehr Kohle haben. Also, ja. Warte. Das wird zu McDonalds ranfahren, ne? Das sind die Rischen. Ja. Früh halb sieben. Klar. Also, ja. Warte mal, wir haben jetzt 35.496 minus 8,99 für das Special Menü. Ja, dürfte passen. Ist 35 knapp, ja. 35,4 jetzt, ja. Wo ist das Geld jetzt wieder hin? Wir hatten doch 45 gehabt vorhin schon. Oder habt ihr noch was gekauft? Wenn die Seemaschine kauften, schon wieder 45? Ja, den Dolly. Wir haben uns noch einen zweiten Dolly geholt. Okay.
Boah, dann aber glaub, dort es kann angefangen werden mit Dröschen. Dröschen? Kann angefangen werden auf Feld 21 oder 22. Mhm. Kannst du die Zeit ein wenig runternehmen, oder? Ja, mal wieder 60. Ja, 30. Aber ist auch gut. 30, ja. Ja, aber dann lassen wir noch schnell die volle Stunde kommen. Nächsten Piep ist es 8 Uhr. Hätte das noch einer von euch früher die Zeitansage anrufen mit der 19? Ja. Hast du noch Zeit? Das kenne ich nicht. Dann klar mal. Du hast angerufen, jetzt haben sie dir Zeit angesagt, würde ich jetzt mal so tippen, oder? Ja, die Zeitansage beim nächsten Piep ist es 8 Uhr. Piep. Beim nächsten Piep ist es 8 Uhr 1. Piep. Und so weiter. Kein Schwachsinn. Damals hatte noch jeder eine Uhr, da gab es keine Mikrowellen, wo das dran stand. Hatte noch niemand ein Smartphone. Ne. Dann gab es ja keins. Und Geld für eine Funkuhr hat man schon gar nicht. So, warte mal, dann wollte ich jetzt... Wer ist mit dem schwarzen Auflieger, mit dem Ölauflieger unterwegs? Der Ölauflieger müsste bei der BGA stehen. Dann fahr ich dahin. Da habe ich erst eine Portion Öl gebracht wieder. Wir brauchen jetzt noch ein bisschen mehr Kohle. Mhm. Ja, das nächste wäre jetzt eigentlich ein Drescher, ne? Ja. Obwohl ich ganz ehrlich der Meinung bin. Was machen wir mit denen? Wir müssen halt mal gucken, was wir jetzt mit dem machen. Eigentlich ein zweiter Drescher wäre Opti. Ja, und Lena auch nicht widersprochen. Ja, du kannst doch einmal einen neuen Drescher kaufen. Also einen Drescher kaufen und ein kleineres Schneidwerk und das große Schneidwerk an den neuen Drescher. Da brauchst du ja eine Million dafür. Okay. Der große Drescher? Der kostet schon über 300. Nee, was kostet der große? 380. Ja, und ein kleines Schneidwerk. Der ganz große oder der? Boah, der wer, große, hat, ey, wer hat denn den Dolly hier mitgenommen? Den Auflieger, Auflieger hier hingestellt ohne Dolly. Ja. Steht beim Mehl auch so. Oder Auflieger. Ja, ich denke, wir haben jetzt zwei Dollys. Ja, ich habe einen dran. Und? Wer fährt noch? Keiner. Benni, fährst du? Ich fahr ein Dolly steht am Hof. Beim grünen Auflieger, beim blauen Auflieger habe ich ihn gestellt. Dann wieder zurück zum Hof. Wollen wir Stroh weiterhin einsammeln erstmal? Ja. Wir sammeln jetzt jede müde Mark für Klicks an neuen Mähdrescher. Naja, die brauchen wir auch. Wir müssen alle eine Halsarmee-Uniform an, dann geht das los. Mal hier den Fliegel wieder, dass manche keine Ordnung halten können auf dem Hof. Wer hat den Fliegelanhänger gehabt? Den hatten wir vielleicht in den ersten Parts mal verwendet, seitdem steht er irgendwo rum. Es kommt Kohle. Hä? Ist der gerade schon da? Was machst du eigentlich, Kliggy, wenn du immer sagst, kommt Kohle? Nur, ich verkauf. Was verkaufst denn du? Das, ja, wie soll ich sagen, einmal eure Spareinlagen. Mhm, super. Das wisst ihr ja aber nicht. Nee. Ich mach ein bisschen Hopfen. Bringt der meiste Ausbeute. Ah, Hopfen einkaufen, verkaufen oder was? Ja. Ah, okay. Aber bei der Brauerei, oder? Ja. Wie viel haben wir jetzt Geld? 50. Ist da. Krass. Aber bringen wir noch ein bisschen Wasser zur Brauerei. Das ist noch voll. Die arbeitet ja nicht, weil ja Gerste fehlt. Wasser ist schon voll. Ja. Wasser habe ich vorhin noch voll gemacht, ha? Hm. So. Aber ich müsste abgedankt werden. Das kann ja Pirn machen, oder? Ja, ich bin auf 12 Feld, auf Feld so, 12 noch am Sehen. Ich bin direkt neben ihm. Aber Klick, du könntest mit deinem Auflieger. So gesehen könnte ich das. Auf welchem Feld bist du, Randy? Auf 12? Nee, auf 10. 10. 10. Irgendwer. Ach da, boah, Mist. Umlenken. Warum fängst du eigentlich da oben an?
Weil der Drescher dort stand. Achso. Ja, wirklich okay, genau drunter fahren hier wegen diesem Kackdolly? Eine Schwachsinnsgardine. Du machst wieder einen auf Schneemann. Wieso? Weiß. Wirst du geblendet von der Sonne? Also nee, die sind so beige, ist das so. Das Problem ist bloß, hatte damals der Mutter gesagt, die Dinge habe ich ja schon seitdem ich eingezogen bin, also sind durch schon 5 Jahre her. Vier Jahre. Und habe ich der Mutter gesagt, Gardinen, wo wirklich nicht die Sonne durchkommt, weil meine Mutter ist da immer so schön dünn und alles, weißt du, also, als könnte sie so klein weglassen, weil du kannst durch die Gardinen an sich schon durchgucken und siehst trotzdem, was drin ist. Und da knallt ja natürlich immer die scheiß Sonne durch. Da habe ich schon teilweise damals von meiner Ausbildungsstätte so Rollo geklaut und habe das mitgenommen. Und sind aber 3 Fenster, 2 kleine und 1 großes. Naja, nervig einfach nur. Gut, vielleicht müsste ich einfach nur einen PC ein bisschen umstellen, dann kommt die Sonne da auch nicht mehr durch, aber trotzdem. Bisschen mehr Rauch im Keller. Oder im Keller, ja. Wieso ist zu groß? Oh, ich seh's nicht, fahr mal ein bisschen rückwärts. Er kommt doch, wenn, das ist nur wegen dem Neigungswinkel, oder? Dann mal versuchen wir, ach, warte mal kurz. So, Rohöl ist, so wie es aussieht, schon wieder komplett verarbeitet. Ja, er hat ja lange vorgespult. Ich hätte einmal schon aufgefüllt wieder. Warum spulen noch? Oh, Randy, vielleicht hilft doch ein bisschen mehr Rauchen. Wird's auch gibt's dichter. Gibt's auch billigere Varianten. Das ist eine schwarze Farbe. Direkt über die Gardinen drüber. Mit der Rolle. Oder einfach ein Sonnenschutzrollo. Oder so. Aber Sonne belebt doch Körper und Geist. Das ist das, was ich nicht besitze. Das war Red Bull. Richtig. Ach ja, stimmt. Ich Idiot. Körper das war Geist. Falsches Lügen. Nee, Tino, du sitzt ja im Keller, oder? Mit Fenster. Ist kein Keller, Erdgeschoss. Ich sitze unterm Dach. Da saß ich früher, das war mir zu warm im Sommer. Ah, ja, das kommt. Aber gut, ganz ehrlich, du hast unten in deinem Keller oder dein Herrenzimmer im Endeffekt, du hast da bloß solche kleinen Querfenster oben, oder? Solche. Ich hab hier ich nenn's mal Lugen. Nee. Ich hab hier einen. Solche große Fenster? Naja, richtig große Fenster nicht, nee, das ist richtig. Keine Balkontür. Nein. Nee. So, wir verlieren etwas Geld. Oh, klar. Das ist komisch, Klick sagt immer, wir gewinnen Geld und von Tino kommt immer nur, wir verlieren Geld. Ja, das ist, muss immer im Gegenpart geben. Sonst könnten wir ja Erfolg haben. Achso, physikalische Gesetz, Aktion gleich Reaktion. Ja. Ah, okay. Die Angebote und Nachfrage. Liebe Zuschauer, ja. Ich lasse das einfach unkommentiert, das lohnt sich nicht darüber zu debattieren. Ja, den Part übernehmen wir für dich, ja. Merk das schon. Was war denn das gerade? Irgendjemand ruft jemand an. Hallo? Hat jemand die Null gewählt, oder? Oder die Zeitansage? Randy ist das. Ja. Was ich ein bisschen komisch finde, ist, ich und Sheen, wir sind beim selben Anbieter, ne? Telefon. Wir haben seit 2 Tagen kein Netz. Hast du bezahlt? Nee, da hast du trotzdem Netz. Auch wenn du ja mit dem Netz nichts zu tun, ja. Ja, seit gestern. Seit gestern Mittag, kein Netz. Festnetz oder jetzt mobil? Nee, mobil. Okay. Aber wir sind halt eben beim selben Anbieter, deswegen irgendwie keine Ahnung, was da los ist. Sollte man nicht mehr. Warum? Ja, außer du hast sowas wie Partnerkarte oder so. Nö, seit Jean war halt dort und ich war lange Zeit bei E-Plus gewesen und die sind mir dann richtig quer gekommen. Dann habe ich gesagt, ja gut, dann müssen wir das beenden, nützt ja nichts. Quer gekommen? Ja. Also ich habe eigentlich von allen 3 Netzen ein Telefon. Weil egal wo ich stehe, es kann ja sein, ich habe keinen Empfang, da habe ich immer noch ein anderes Telefon dafür.
Nee. Also es geht jetzt um die Arbeit, ne? Ach so, ja, klar. Betriebstelefon halt noch. Ja, aber normalerweise, auch wenn du bei Anbieter XY bist, sobald denen sein Netz nicht verfügbar ist, soll er sich ja ins nächst verfügbare Netz einwählen, oder? Mhm. Nee, aber nicht von den großen Konkurrenzdinger. Nee. Also eine D1 wird sich nicht in Vodafone einwählen. Ja. Also ich hätte damals O2 gehabt noch in Deutschland. Wenn ich auch kein O2 hatte, dann hat er sich bei D1 eingewählt, automatisch. O2 can do. Ja. Ja, aber O2 wurde aber mittlerweile aufgekauft. Ich weiß auch nicht von wem. Ich glaube, E-Plus hat die aufgekauft. Nee. Doch, also doch. O2 ist nicht mehr eigenständig. O2 ist also nicht mehr eigenständig. Ich glaube auch E-Plus, ja. Es gibt, glaube ich, nur noch 3 E-Plus, Vodafone und D1. Telekom. Hm. Was im Endeffekt Telekom ist. Ja. Wird das Öl hier einfach auf den Boden geschüttet? Das ist ja krass. Schon gleich noch eine Ladung Öl. Ja, 12. Feld 12. Nö. Angesät. Abmoderieren, abmoderieren, abmoderieren. Ach so. Ja. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Und morgen wieder einschalten. Bis dann. Tschüss. Tschüssi, Leute. Tschüss.